Das Abenteuer beginnt für Lukas, als er mit seiner Familie nach Winterstein umzieht. Mitten in der Nacht erwischt er ein koboldartiges Wesen beim Stehlen in seinem Zimmer. Empört macht er sich an die Verfolgung mitten in den Wald hinter dem Haus. Noch ahnt er nicht, dass er damit den Bannkreis zu einer geheimen Welt durchbrochen hat. Warum konnte er die Grenze zum Flüsterwald überqueren? Und welche Geheimnisse verbergen sich zwischen den Zweigen der Bäume? Dieses erste Kinderbuch von Andreas Suchanek ist ihm wirklich gelungen. Ich konnte nicht mehr aufhören zu lesen und musste einfach wissen, wie es weitergeht. Es eignet sich perfekt zum Lesen für Mädchen und Jungen ab 10 und natürlich auch zum Vorlesen für abenteuerhungrige Kinder ab 8 Jahren. Ich freue mich in jedem Fall auf mehr und bin schon sehr gespannt, wie die Geschichte weitergeht.